Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage der Alternativen und der Gegenperspektiven beschäftigt uns seit der Verabschiedung der ersten Sparpakete, seit klar geworden ist, dass die griechische Krise eine existenzielle Krise der gesamten Europäischen Union ist und uns unmittelbar betrifft. Die griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter, die Prekären und die Erwerbslosen haben diese Sparprogramme keineswegs kampflos hingenommen. Sie haben schon zu Krisenbeginn zu revoltieren begonnen und sie haben ihre Widerstandsform dann stark an den Rhythmus der Sparpakete angepasst. Dezember 2008, Mai 2010, Juni, Juli 2011, Herbst 2011, Februar 2012 und jetzt seit Ende August 2012 Massenstreiks, Generalstreiks bis in den November hinein. Anfänglich sah es so aus, als ob die noch Beschäftigten, die Prekären und die Erwerbslosen in der Lage wären, sich miteinander zu assoziieren. Aber seit dem Jahr 2010 haben sich ihre Kämpfe zu einem erheblichen Teil auseinanderentwickelt und sind in eine, wie es scheint, schwere Krise geraten. Auf der anderen Seite zeichnen sich diese Kämpfe, die in Europa einmalig stark waren, aber auch dadurch aus, dass sie eine politisch-institutionelle Entsprechung gefunden haben, nämlich in der Koalition der radikalen Linken, Syriza, einem losen Zusammenschluss linker Gruppierungen, von den Anarchisten über die Trotzkisten, undogmatischen Linken, radikale Ökologisten und so weiter, bis hin zu den alten Eurokommunisten. Und gerade diese lockere Assoziation hat offensichtlich dazu beigetragen, dass diese politische Gruppierung als Wahlbündnis in der Lage war, den Massenprotest zu transportieren. Sie hat vor allem im Jahr 2011 ein außerordentlich interessantes Programm vorgelegt. In diesem Programm forderte sie und fordert sie noch den sofortigen Stopp des Sozialabbaus und der Lohnkürzungen, die sofortige Annullierung der Sparpakete in Griechenland Memoranden genannt, die Verkündung eines Schuldenstopps, eines Schuldenmoratoriums und die Einleitung von Umschuldungsverhandlungen, wobei eine unabhängige Kommission feststellen soll, welche dieser Staatsschulden überhaupt legitim gewesen sind. Es gibt Expertenuntersuchungen, aus denen hervorgeht, dass etwa 70-80% der ganzen griechischen Überschuldung aus völlig sinnlosen Infrastrukturprojekten, Korruptionsmachenschaften, gigantischen Rüstungsprojekten und so weiter stammen und überhaupt nicht zu liquidieren sind. Das heißt also, eine radikale Schuldenannullierung gehört zu diesem Programm von Syriza. Dadurch sollen zusammen mit der Rückführung der illegal ins Ausland verschobenen Vermögen die Voraussetzungen geschaffen werden, um ein breites Sozialprogramm zu starten, den Absturz der griechischen Gesellschaft aufzuhalten und eine wirtschaftliche Stimulierung einzuleiten. Hinzu kommen einige spezifische Forderungen, die mit der griechischen Situation zu tun haben, aber auch für uns wichtig sind. Beispielsweise die Trennung von Staat und Kirche. Eine radikale Abrüstung und Entmilitarisierung, massive ökologische Reformen, gerade da hat Griechenland einen enormen Nachholbedarf, aber auch die Ausgabe von Papieren an alle papierlosen Immigrantinnen und Immigranten, damit sie in die ganze übrige Europäische Union weiterwandern können. Das ist ein faszinierendes Programm gewesen und es war von Anfang an klar, dass es nur dann eine Chance hat, wenn es in einen breiten europäischen Widerstand integriert ist. Denn es gilt, diese Perspektive im Rahmen Europas durchzusetzen. Das war immer die Einsicht von Syriza und diese Einsicht, glaube ich, ist besonders bedeutsam. Aber diese Einsicht hat auch uns gefordert und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie es uns zunächst einmal gelingen kann, die Mediendiktatur zu durchbrechen, durch die eine mentale Orientierung und eine mentale sozialrassistische Spaltung zwischen den
Unterklassen der Kernzone und der Peripherieländer, vor allem Griechenlands, in Gang gekommen ist. Gegeninformation wäre eine der ersten Aufgaben einer sich zusammenschließenden Linken in ganz Europa. Denn sonst hören uns die breite Masse der Bevölkerung einfach nicht zu. Ich habe zahlreiche Veranstaltungen in den letzten 2 Jahren gemacht. Und gerade wenn Vertreter von Gewerkschaften an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, haben sie immer betont, wie stark diese Desinformation auch in die Betriebsbelegschaften eingesickert ist. Das zweite wäre die Notwendigkeit eines europäischen Gegenkonzepts. Ich denke, hier gibt es wichtige Ansatzpunkte. Der vielleicht wichtigste würde darin bestehen, die Restriktionspolitik und den Sozialabbau der letzten 20 Jahre in der europäischen Kernzone selbst anzugreifen. Also Hartz IV, den ganzen Sozialabbau, den Niedriglohnsektor und so weiter anzugreifen. Denn gerade dadurch ist das Ungleichgewicht entstanden und radikale soziale Kämpfe zur Aufhebung dieser Restriktionspolitik sind der erste Schritt der Solidarität mit den Ausgebeuteten in den Peripherieländern. Positiv wäre das zu wenden in die Richtung der Durchsetzung von europaweit greifenden Sozial- und Arbeitsstandards, zum Beispiel eine europaweit greifende Arbeitszeitverkürzung, die Wiederherstellung der sozialen Sicherungssysteme, die Abschaffung der Niedriglohnsektoren und so weiter. Ein dritter Punkt müsste sich gegen die Umverteilung von unten nach oben richten, die in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat. Das heißt, höhere Besteuerung der hohen Einkommen bei Steuerentlastung der kleinen Einkommensbezieher. Eine einmalige Vermögensabgabe der Reichen, um auf europäischer Ebene ein sozial- und wirtschaftspolitisch begründetes Stimulierungsprogramm in Gang zu bringen. Es geht aber auch um weiterreichende Schritte, beispielsweise die Zerschlagung der Großbanken, die Liquidierung des Schattenbankensystems und vor allem aber auch um eine Demokratisierung Europas, um eine Demokratisierung in einem regionalen föderativen Sinn und um die Demokratisierung der europäischen Institutionen, insbesondere der Europäischen Zentralbank. Das sind die Ausgangspunkte. Sie wären noch weiter zu ergänzen, für Wirtschaftsexperten besonders wichtig, wäre die Einrichtung eines europaweiten Pools der Umschuldung, in den alle überschuldeten Budgets eingeführt werden, um zu einer allgemeinen Liquidierung auf Kosten der Gläubiger zu kommen. Also ein radikaler Systemwandel auf gesamteuropäischer Ebene. Nun haben wir in den letzten Monaten erlebt, wie schwer es ist, diese Gegenperspektiven zu entwickeln. Wir haben die Gewerkschafterdelegation vom September erlebt. Wir haben die Resonanz darauf erlebt. Das war eine außerordentlich wichtige Initiative, aber sie ist nicht sehr weit gekommen. Vor allem auch im gewerkschaftlichen Bereich. Ich denke also, wir sollten uns klar darüber sein, dass Solidarität mit Griechenland bedeutet, hier tatsächlich auf europäischer Ebene soziale Massenkämpfe in Gang zu bringen und letztlich eine europaweit koordinierte Massenstreikbewegung, die tatsächlich den Systemwandel von unten her durchsetzt. Das alles braucht Zeit. Und wir sollten auch über weitergehende Dinge nachdenken, vor allem über eine transnationale Perspektive. Ich versuche an diesem Punkt einmal den Standpunkt meiner griechischen Genossinnen und Genossen einzunehmen. Griechenland befindet sich geografisch am Schnittpunkt mehrerer Regionen. Es gehört zur Mittelmeerregion. Viele Probleme Griechenlands können nur durch eine Assoziation der linken Kräfte und eine Massenbewegung in der Mittelmeerregion angegangen werden. Zum Beispiel die Massenmigration, aber auch die Abrüstungsfrage gegenüber der Türkei, nur als Beispiel. Der zweite regionale Kontext ist der Balkan. Rolf hat es vorhin in seinem Einleitungsbeitrag gesagt, der Balkan wurde durch den Jugoslawienkrieg vollkommen ethnisch zersplittert. Eine Balkanföderation aus griechischer Perspektive, eine unendlich wichtige Angelegenheit, hat eine lange Vorgeschichte und wäre denkbar.
Viele Linke diskutieren auch über einen Zusammenschluss der Massenbewegung des sozialen Widerstands in der gesamten europäischen Peripherie, um von dort aus Druck auf Europa auszuüben, auf die Kernzone, auf die Regierung der Kernzone und auf die Troika. Es gibt viele weitere Punkte, wie zum Beispiel lokale Ansätze von alternativer Ökonomie, solidarischer Ökonomie, soziale Wiederaneignung und so weiter. Bisher sind diese Bewegungen am gewerkschaftlichen und am sozialen Massenwiderstand ein ganzes Stück vorbeigegangen. Aber auch da hat sich in Griechenland viel entwickelt. Und zwar nicht nur aus karitativen Gründen oder unmittelbar aus der Not geboren. Es gibt viele Ansätze, wo Jugendliche aus den Städten auf das Land zurückgehen, in der Absicht, nicht nur ihr Leben zu verändern, sondern auch eine Perspektive der Systemüberwindung zu gewinnen. Aktuell ist die Situation sehr schwierig. Syriza ist in einer Krisensituation, weil die europäische Resonanz bis jetzt weitgehend ausgeblieben ist. Wenn das so bleibt, wird ihr nichts anderes übrig bleiben, als unter dem Druck auch der zunehmend aus der PASOK zu ihr zuströmenden neuen Mitglieder sich in eine normale Links-Mitte-Partei zu verwandeln, um zu überleben. Damit wäre eine Chance vertan. Ich denke, wir sollten uns darüber klar sein, dass wir in einer historischen Situation sind. Wir sollten uns darüber klar sein, dass Alternativen zu Syriza, wie sie in Griechenland beispielsweise am Fall der KUKUE, also der Kommunistischen Partei, oder des antikapitalistischen Bündnisses Antarsia gibt, in einer noch größeren Sackgasse sind. Ihre Perspektive ist nationalstaatlich begrenzt. Was ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone und aus der EU bedeuten würde, habe ich in meinem Statement vorhin ausgeführt. Es wäre eine Katastrophe. Es gibt keine nationalstaatliche Begrenzung von sozialistischer Politik mehr. Wir brauchen also neue Perspektiven und wir brauchen einen neuen Zusammenschluss auf der europäischen Ebene von unten, der ganz breite Voraussetzungen schafft, der eine Massenbewegung in Gang bringt, die durch eine Massenstreikbewegung gestützt wird. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie stark beispielsweise die Spaltung der Arbeiterklasse in den zentralen Gebieten der Eurozone vorangeschritten ist, in die privilegierten Kernbelegschaften, in die prekären, die Erwerbslosen. Die Situation ist außerordentlich schwierig. Aber wenn wir daran denken, dass die alte Parole der Arbeiterbewegung Sozialismus oder Barbarei wieder an Bedeutung gewonnen hat, dass wir in der Tat vor der Drohung einer neuen Barbarei stehen, sollten wir uns diesen Problemen stellen. Wir sollten unsere Passivität überwinden und wir sollten uns zusammenschließen, um eine neue Perspektive von Kämpfen zu eröffnen. Die erste Frage ging in die Richtung, was passiert, wenn in den europäischen Peripherieländern die Wirtschaftsstruktur zusammenbricht, was passiert dann mit den deutschen Exporten? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn auch darüber gibt es Prognosen, die nicht immer einheitlich sind. Ich denke, man kann Folgendes voraussagen. Für die Gesamtwirtschaft wird ein Zusammenbruch der Peripherie zu einer Vertiefung der schon jetzt laufenden Rezession führen. Das heißt also zu einer Wirtschaftsschrumpfung in einem mäßigen Ausmaß. Wie weit dieses Ausmaß gehen wird, kann man natürlich nicht voraussagen, weil es von anderen weltwirtschaftlichen Faktoren abhängt. Wichtig aber ist zu wissen, dass die weltmarktorientierten Konzerne, und das ist gerade der Kernbereich des exportorientierten Kapitals in Deutschland, die europäische Peripheriezone schon weitgehend abgeschrieben hat. Das heißt, es hat eine Verlagerung der Exportwirtschaft in Richtung Schwellenländer, vor allem führende Schwellenländer, also China, Indien, auch Russland, Brasilien und so weiter stattgefunden. Und wenn man die entsprechenden Spezialberichte genau liest, kann man sehen, dass sich der Exportsektor des deutschen Kapitals einschließlich der auf Weltmarkttechnologie orientierten kleinen und mittleren Unternehmen schon auf einen Kollaps der Peripherie eingerichtet hat. Das heißt also,
Es wird eine verschärfte Krise geben, gleichzeitig aber eine weitere Stabilisierung des Exportsektors und damit automatisch eine weitere Spaltung leider der Arbeiterklasse. Weil der Exportsektor, auch darüber gibt es Untersuchungen, der einzige Sektor ist, der im Augenblick hochprofitabel produziert und der in der Lage ist, seine Kernbelegschaften noch einigermaßen bei Stange zu halten, während die anderen Wirtschaftsbereiche immer stärker auf prekäre Arbeitsverhältnisse und so weiter angewiesen sind. Also keine gute Perspektive, Zunahme der Ungleichgewichte. Und gerade deshalb möchte ich noch einmal darauf hinweisen, und damit komme ich auf meine einleitende Bemerkung, wie wichtig es ist, dass wir uns über eine europäische, zunächst europäische Perspektive, Gegenperspektive unterhalten. Sie soll nicht zu einer Stärkung der Europäischen Union führen. Ich habe betont, wie wichtig grenzüberschreitende Aktivitäten in alle Richtungen sind, nicht nur in die EU. Aber wir leben hier und ich denke, in diesem Bereich müssen wir über Gegenperspektiven sprechen, weil ich davon ausgehe, dass es zu einer weiteren Entwicklung der sozialen Massenkämpfe kommen wird und dass die Frage der Gegenperspektive zu einem wesentlichen Faktor dafür wird, wieder Hoffnung zu schaffen, Hoffnung zu haben und eine mittelfristige Perspektive zu finden, in der das eigene Agieren wieder sinnvoll wird, in der es sinnvoll wird, aus den Maulwurfslöchern wieder herauszukommen, aus der Wartestellung herauszukommen und wirklich wieder aktiv zu werden. Und die Aktivierungsmöglichkeiten, beispielsweise in der medialen Gegenöffentlichkeit und so weiter, sind hier deutlich benannt worden. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Krise der griechischen Linken. Hier möchte ich ganz möglichst unaufgeregt und möglichst ohne irgendwelche Zuweisungen sprechen, weil das ein Pulverfass ist. Ich habe mich in den letzten Monaten über die aktuellen Entwicklungen, soweit es ging, informiert. Ich habe auch in alle Lager Kontakte, auch in das Spektrum der KUKUE. Und ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich vor allen Gruppierungen, einschließlich also nicht nur Syriza, wo alte Genossinnen und Genossen aus der Studentenbewegung heute die ökonomischen Experten in den Beratungsgremien sind, auch zu KUKUE-Mitgliedern, auch zu Leuten, zu Aktivistinnen und Aktivisten aus der KP-nahen Gewerkschaftsbewegung PAME, die eine außerordentliche Bedeutung in Griechenland hat, und auch zum antikapitalistischen Bündnis Antarsia Kontakte habe. Ich befinde mich also in einem Dialog, in einem sehr schwierigen Dialog mit allen drei Strömungen. Meine Flugschrift ist inzwischen in Griechenland publiziert. Sie hat dort eine weitaus größere Verbreitung als hier. Das heißt also, die Diskussion, die ich versucht habe mit anzuregen, hat begonnen. Und es hat also begonnen, ein Nachdenken über die Begrenztheit eines nationalstaatlichen Ansatzes von radikaler Alternative bei Antarsia, leider nicht bei der KUKUE, aber die Diskussion läuft und wir beginnen miteinander zunächst einmal überhaupt ins Gespräch zu kommen. Es gibt keine nationalstaatliche Lösung mehr. Bei einer Wiedereinführung der Drachme werden die Weltdevisenmärkte die Drachme sofort völlig kaputt machen. Jede Regierung, auch jede linke Regierung, auch eine durch einen Volksaufstand an die Macht gekommene kommunistische Partei, das ist ja ihr Konzept, würde sofort mit einem weltwirtschaftlichen Boykott konfrontiert sein. Es würde eine Arbeiterregierung entstehen, die praktisch eine Hungerkatastrophe verwaltet. Das müssen wir in aller Klarheit sagen. Wir müssen in aller Klarheit sagen, dass das die letzte Katastrophe der kommunistischen Bewegung wäre. Und dass es gut wäre, wenn sie einschließlich auch der trotzkistischen Gruppierung, die ebenfalls makabrerweise eine sehr starke nationalstaatliche Orientierung haben, wenn sie diese Katastrophe abwehren und wenn sie ihre Perspektive erweitern. Nun ist es aber nicht so, dass wir einfach die Perspektive der Syriza als Gegenmodell formulieren können. Ich habe es vorhin gesagt. Syriza ist zunächst einmal ein ganz lockeres Bündnis, Wahlbündnis der unterschiedlichsten Gruppierungen der radikalen Linken bis hin zu den Eurokommunisten, also den früheren Auslandsflügel der KUKUE gewesen. Genau in dieser lockeren Bindung, praktisch als Nicht-Partei,
Als nicht-parlamentarisch erstarrte Partei war sie in der Lage, auf die sozialen Massenkämpfe zu antworten und sich darauf positiv zu beziehen. Nun ist aber die Zeit nicht stehen geblieben. Es hat sich keine europäische Solidarisierungsbewegung entwickelt. Syriza hängt in der Luft. Und gleichzeitig kommt ein zunehmender Druck aus ehemaligen PASOK-Mitgliedern, die nun in die Syriza strömen und die natürlich ein altes sozialdemokratisches Konzept verfolgen. Es sind also schwere Auseinandersetzungen im Gang. Der Parteikongress vom Dezember hat zunächst einmal diese Kontroversen noch einmal überbrückt. Alexis Tsipras und seine Berater haben noch einmal klargemacht, dass sie auf eine Regierungskrise im kommenden Frühjahr, also im März, setzen. Und dafür spricht sehr viel. Im Augenblick hat Syriza die absolute Mehrheit der Wählerstimmen bei den laufenden Umfragen. Und es stellt sich die Frage, was würde denn jetzt geschehen, wenn Syriza an die politischen Schalthebel käme? Ich glaube, wenn wir es hier nicht schaffen, eine breite europäische Solidarisierung in Gang zu bringen, wenn wir es nicht schaffen, ihr radikales Programm, Schuldenannullierung, Mobilisierung von neuen Sozialprogrammen, Wirtschaftsprogrammen im Rahmen einer sich demokratisierenden Europäischen Union voranzutreiben, dann wird sie einfach linke Mitte Realpolitik machen, vielleicht etwas besser als andere Linksparteien, möglicherweise aber doch so, dass dann eine Situation entsteht, wo in Anerkennung des faktischen Souveränitätsverlustes die Syriza-Führung mit ihren klugen ökonomischen Beratern nur noch die Fakten anerkennen kann und versuchen kann, sozusagen in einer härteren Gangart zu verhandeln, aber letztlich die Tatsachen anzuerkennen. Und das wäre eine Katastrophe, weil damit in Griechenland eine weitere Hoffnung zerstört würde. Wir sind also tatsächlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation und ich denke, wir sollten sie sehr genau studieren, um zu verstehen, welche Alternativen absolut notwendig sind. Und ich glaube, die einzige Lösung gibt es nur im grenzüberschreitenden, transnationalen Zusammenhängen, nicht nur auf europäischer Ebene und gleichzeitig in einer verstärkten Verankerung in den Bewegungen der alternativen Ökonomie, die vor allem auch durch die Frauenbewegung in Gang gebracht worden waren und in Bewegungen zur Wiederaneignung der öffentlichen Güter. Wir brauchen also eine breite Assoziation. Wir sollten keine Angst haben vor Massenmobilisierung. Wir sollten keine Angst haben davor, dass auch Menschen aus den Mittelschichten, die den gleichen Verarmungsprozessen unterworfen sind, in diese Bewegungen sich integrieren. Wir brauchen eine sehr starke realistische Orientierung auf Alternativen, aber auch eine, die Perspektiven setzt. Und das, glaube ich, ist notwendig, weil sonst in der Tat die zarten Pflänzchen von Hoffnung, die in den letzten Wochen und Monaten gewachsen sind, wieder zerstört werden.